Servus, grüßt euch bei Camping TV. Wer kennt das Thema nicht? Man kommt von Urlaub heim und man hat die Vignette an der Scheibe kleben. Da gibt es jetzt viele Tricks, aber der einfachste, glaube ich, ist einfach mit einem Glas- oder Zerrenfeldschaber das Ding abzukratzen. So. Vignette ist ab. Aber jetzt haben wir natürlich die blöden Klebereste da drauf. Und da habe ich jetzt das Karlak 68 Complete. Das ist eigentlich eine Autoversiegelung, mit der kann man Teerflecken, Aufklebereste, Baumharz entfernen. Und ich habe das Produkt seit bestimmt 15 Jahren. Es geht furchtbar einfach. Also außen am Auto, man trägt es auf, lässt es antrocknen und man nimmt ein altes T-Shirt oder irgendwas und staubt das Auto nur wieder ab. Die Aktion dauert vielleicht 30 Minuten und das Auto ist fast immer sauber. Also es lässt sich auch furchtbar leicht reinigen und man kann es eben für so Klebereste benutzen. Und dazu mache ich was. Im feuchten Zustand drauf, ganz einfach, leicht reiben und schon löst sich das. Man hört es noch, muss ein bisschen an. So, schon hat er sich gelöst. Nehmen wir die trockene Seite. So, und schon ist nichts mehr da. Also, das Zeug finde ich genial. Wer es kaufen will, Karlak 68. Es gibt auch noch ein Long Life. Das braucht er nicht kaufen. Das kann das zum einen nicht und zum anderen ist einfach Kacke. Das schmiert man aufs Auto, das geht ja noch recht leicht. Nur das Abruppeln, das geht dann extrem schwer. Also ich würde die Finger davon lassen, ich habe es auch gekauft, ich habe es gleich weggeschmissen. Das Einzige ist das, ich mache zwar jetzt voll Werbung für das Zeug, aber ich finde es einfach ultra genial. Ich habe es ja auf dem Wohnwagen, die ganzen glatten Flächen, Fenster, egal was, einschmieren, antrocknen lassen. Abrubbeln, egal welcher Dreck da drauf ist, geht super leicht weg. Vogelkacke, man zum Beispiel macht dem Lack gar nichts mehr aus. Also wenn man es nicht gleich runter macht, hat man nicht gleich einen Fleck drauf, sondern das hält schon ziemlich lange. Okay, ich hoffe, der Tipp hat euch wieder mal geholfen. Bis zum nächsten Mal. Servus.